Deutschland, Deutschland. Ja, richtig gehört. Mir zu unterstellen, ich befürwortete Einsätze der Bundeswehr, die vom Grundgesetz nicht gedeckt wären. Diese Kritik entbehrt jeder Rechtfertigung. Sie lässt den notwendigen Respekt für mein Amt vermissen. Ich erkläre hiermit meinen Rücktritt vom Amt des Bundespräsidenten mit sofortiger Wirkung. Offen wollte er sein, der Bundespräsident, und unbequem. Am Ende erweist er sich als einsam und empfindlich. Horst Köhler nimmt sich selbst vom Platz. Wegen eines Interviews einen triftigen, nachvollziehbaren Grund für diesen Rücktritt vom höchsten Staatsamt gibt es nicht. Bis zuletzt blieb Köhler unsicher. Die letzten Monate schien er geradezu verstummt zu sein. In der größten wirtschafts- und finanzpolitischen Krise muss ein Bundespräsident aber Halt geben, zumal ein Finanzfachmann und Globalisierungskenner wie er. Stattdessen aufzugeben, offenbar verletzt über die Kritik an der eigenen Person, ist unverantwortlich. Horst Köhler bestätigt mit seiner Entscheidung, was mancher von Beginn an seit 2004 befürchtet hat, dass hier einer zum Bundespräsidenten gemacht wurde, der ins Amt nicht passte. Mit seiner Entscheidung heute tut Köhler dem Land keinen Dienst. Das Ende eines unglücklichen Bundespräsidenten. Wenn es brenzlig wird, dann schmeißt er hin. Ja, in den entscheidenden Moment. Ich haben Sie nicht geschmissen. Weiß, Sie sind gegangen, das ist doch ein Faktum. Haben nicht mitgestaltet, Sie sind einfach gegangen. Bevor es, als die Küche heiß wurde, sind Sie gegangen. Faktum, wenn es brenzlig wird, dann schmeißt er hin. Ich will gar nicht wieder sagen, hingeschmissen haben. Sie sind gegangen, das ist doch ein Faktum. Sie sind einfach gegangen. Ich möchte, ist doch ein Faktum, dass ich das Amt niedergelegt habe. Faktum, wenn es brenzlig wird, dann schmeißt er hin. Haben nicht mitgestaltet, Sie sind einfach gegangen. Als die Küche heiß wurde, sind Sie gegangen. Haben nicht mitgestaltet, nicht mitgestaltet. Faktum, haben nicht mitgestaltet. Faktum, haben nicht mitgestaltet. Faktum, egal, egal. Faktum, schmeißt er hin. Faktum, schmeißt er hin. Faktum, schmeißt er hin. Da ist ja auch mein Heli. Mit dem fliege ich gleich davon. Tatütata, der Präsident. Ich fahre mit Eskorte. Der Aufschwung ist für alle da. Tralalalala. Jetzt kommt ein Grußwort für Hartz-IV-Empfänger. Ihr Schicksal trifft mich auch persönlich. Sie halten sich für überflüssig. Es geht mir da ganz ähnlich. Ich bin der Präsident.